Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wir haben kurz vor dem Abend, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Wer ist denn hier? Wir sind wieder komplett, die alte Truppe ist komplett. Dabei ist einmal die Serendipity. Hallo, Freunde der Nacht. Dann der World Cry. Guten Abend. Und der Jack Fleischhammer. Ja, schönen guten Tag, Alter. Guten Tag da oben da. Was ist das heute für ein Akzent? Das ist mehr so alter Opa. Boah, das ist hier ne, eine Mischung aus und dann ein bisschen drin. Bisschen drin, okay. Mhm. Was haben wir denn vor? Ich gehe jetzt gerade mal Wasser holen. Also ich werde die Mauer weiterbauen. Einfach mal auf zwei. Okay, ne, einfach Stärken. Höher machen. Also grundlegend haben wir in eure Kommentare gelesen und wir wollen natürlich auch das befolgen. Wir werden den Graben wieder zumachen. Also, ihr habt ja geschrieben, oder einige von euch haben geschrieben, dass im Graben ist Schwachsinn. Im Speziellen hat es, glaube ich, Eva geschrieben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das haben wir, da habt ihr recht. Wir werden den Graben mit Stein möglichst auffüllen. Damit die Zombies halt auch nicht praktisch in die Erde fallen, dann dort an der Erde rumschlagen und somit praktisch leichter dann reinkommen, als wir es wünschen. Wir müssen ihn noch immer komplett rummachen noch, also. Was bitte? Hier auf der Seite, wo ich bin, ist jetzt hier, wo du auch bist, ist noch gar kein Graben so richtig. Genau. Dann müssten wir da vielleicht eine Schicht rausnehmen oder wir lassen es erstmal so. Das ist vielleicht eine Alternative. Über zwei können wir noch drüber springen. Das ist übrigens echt irritierend, wenn wir über zwei drüber springen können. Also mir geht das so. Hier. Ja, so. Was ich mal probieren will, ich will für Serendipity eine unendliche Wasserquelle machen. Oh, ich habe Katzenfutter gegessen, mein Magen knurrt. Haben wir eigentlich was zu futtern da, grundlegend? Ja, da, ich glaube ganz rechts unten in der Kiste. Wir sind doch irgendwie zwei Elche rumgelatscht. Ja, ich habe gerade einen abgeschossen. 6 Fleisch habe ich in der Tasche. Das ist gut, da kann man lecker, wie heißt das, gebratener Elchbraten? Nein, gebratener Elchbraten ist jetzt Schwachsinn, was er erzählt. Rentier. Nee, aber wenn du es einfach haben willst, machst du halt das Grillrost. Okay. Also ich habe hier noch 44 Dirt in der Tasche. Das können wir mal aufheben für ein Beet, obwohl wir ja natürlich hier mehr als Beet haben. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal die unendliche Wasserquelle produzieren. Ja, was ich mal ausprobieren will, ist, ich werde jetzt mal, auf die Schnelle, das mache ich hier jetzt, Wooden Frame, das war unter... Buildings hier, unter... Building? Wood Frame, ja. Unter Building, ja. Ich brauche, ach keine Ahnung, ich brauche eine Menge. So. Machen wir mal die 14 Stück. Ich will mal was probieren und zwar, ich will mal so ein Bassin machen aus Woodframe. Läuft hier irgendjemand von euch in diesem Haus gegenüber von uns? Nee, ich bin nur, das sieht so aus, als wäre da jemand drin. Das Jackie ich wahrscheinlich da oben. Nein, ich bin hinter der Mauer. Wir haben übrigens noch keine, oh, das haben wir vergessen, wir haben keine Grabsteine geholt. Wir haben noch, achso, nee, die sind also weg. Ich bin am Wasserdings da hier am, hier ist doch am Pool. Ja, hol mal, du brauchst eigentlich kaum Wasser holen oder holst du mit leeren Gläsern Wasser? Natürlich mit leeren Gläsern, mit vollen Gläsern ist schlecht. Nein, ne? Entschuldigung, ja, ich dachte jetzt mit den Eimern. So, ich werde jetzt den Spazin an das Haus ransetzen, erstmal für den Übergang. Die Eimer hast doch du. Da der Eimer bist doch recht. Du. Der Eimer bist doch du, was soll das heißen? Nee. So, zwei, dann. So. So. Zum Glück kann man diese Holzrahmen aufnehmen. Bin jetzt echt gespannt, ob das Wasser da drin Gravel. Fließt. Hat jemand noch Gravel in der Tasche? Wir haben ja so viel geholt, haben wir echt. Nee, da müssten, nee. Die müssten aber da in der Kiste liegen. Ich hatte ja 3 oder 4 Stacks. Also ich hab noch 46 Cinderblocks, also da kriegen wir ordentlich noch. Willst du meinen Cinderblocks haben, dann kannst du die verarbeiten. Der Icke, ja. Ja. Also wir haben hier noch 2,5 Stacks Gravel, 2,5 Stacks Gravel und 2 Stacks, fast 3 Stacks Cinderblocks liegen hier noch drin. Also das ist super. Wir haben da reichlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch so viel geholt, das kann ja jetzt nicht sein, dass die schon alle weg sind. Ich kann da nochmal eben Gravel herstellen. 128 Stück mal nochmal eben. Gut. Und was ich auch noch, wer hatte mir das gesagt? War das durch Ben oder wer hat das denn erzählt? Ah, genau, ein Bekannter von uns hat erzählt. Liebe Grüße an dich, Frank, hier an dieser Stelle aus dieser Folge. Du guckst Frankie ja fleißig und so. Jo, Frank, hallo! Genau, an dieser Stelle. Der setzt nämlich statt Fenster einfach diese Metal Crossings oder wie die heißen, also diese Stahlrahmen, also praktisch hier wie die Wooden Frames, nur aus Metall. Versteht ihr?
kannst du und durchschießen. Da hast du den Vorteil, du kannst durchschießen und die halten mehr aus als die Fenster. Und somit kannst du nachreparieren. Die Metal Trussings sind aber nicht die, die du aufrüsten kannst mit Cobblestone, ne? Das na doch, dann meine ich die. Also ich meine die zum... So, kann man durch die durchschießen? Metal Trussing ja, ist was nicht. Anderes, ja. Das ist wie dann, also okay, dann habe ich Metal Trussing kannst du durchschießen, das weiß ich. Das war jedenfalls mal so. Ob du durch die Aufrüstbahn durchschießen kannst, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die Rahmen da, oder? Nee, hat jemand kann auch Kohle? Das gemeint haben, ja. Frank kann es ja in die Kommentare schreiben. Wenn er einen YouTube-Account hat, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, Frank kann ruhig mal ihn machen. YouTube. Nein, der hat garantiert. Den kann man sich machen, den gibt es ja umsonst. Ja, aber macht er nicht. Der macht ja noch nicht mal Facebook. Da macht er auch kein YouTube. Okay, dann kannst du es ja privat so weitergeben. Nee, Frank. YouTube ist viel anonymer. Was ist denn mit meinem scheiß Wasser? Ach, Minias? Ja, bitte. Ich soll dich übrigens daran erinnern. Ich brauche einen Topf. Hat hier ja, bitte. Ach, ja. Leck mich am Arsch. Ich bin so doof. Den Topf habe ich hier unten rechts reingetan. Ja, Kiste, ich habe den Grill. Ich habe den Grill gerade rausgenommen und jetzt habe ich das ganze Wasser wieder im Inventar. Ach, ich bin so schlau. Verdammt. Also, unendliche Wasserquelle steht und sie fließt übrigens nicht durch diese Wooden Frames. Ich darf jetzt nur nicht so ein scheiß Ding rausnehmen. Aber das ist praktisch. Guck mal hier, unsere Wasserquelle. Ja. Darf nur niemand aufnehmen. Das ist ein bisschen schwierig. So, ich lege dir den Grill wieder in dieses Ding da rein und dann viel Spaß. Wollen wir es dann? Nein, ich darf nicht aufnehmen, habe ich gesagt. Und ich tue es auch noch, ich Idiot. Wollen wir es mal eben schnell verkleiden? Wir können es ja mit einer Schicht verkleiden. Darf ich? Ist doch kein. Ja, mach mal. Verkleide mal. So. Verkleide dich mal. Ah. Ich würde nur die untere verkleiden. Also ich find's. Übrigens, wir sollten, wir haben jetzt gleich halb. Achso, wie nur die untere. Sieht man mich? Ja, aber stimmt. Warte. Das ist wie hier, wie heißt der? Houdini, weißt du? Die Fackel im Wasser an. Nee, ist klar. Okay, liebe Funbims, da stimmt noch was nicht. Lass mich raus! Unter Wasserfackel. Minias, du sollst dir eine Scrap-Kiste machen. Also so eine Müllkiste, wo du alles reinschmeißen kannst. Nee, einfach. Da bin ich konsequent oder zumindest probiere ich es bis jetzt. Ja, aber für den Fall, dass du mal eilig weg musst. Also mir fehlt Inventory-Tweaks hier. Irgendwie, dass das Ding... Hat jeder von euch eine Pickaxe? Weil wir müssen jetzt mal langsam runtergehen, sonst kommen die Zombies wieder hier in die Bude. Yep, aber haben wir... Können wir mal die Hütte zumachen? Was war denn das für ein Stein, den ich fürs Campfire brauchte? Small Stone oder was war das für ein Stein? Ja, Small Stone. Normaler kleiner Stein, ja. Sollten wir nicht die... Ach, das Bild hat sich nur verändert. Ich konnte es nicht sollten zuordnen. Wir nicht die Öfen ausmachen, damit die Zombies da nicht reinkommen? Oder ist das nur die Dinger, wo ein Glas durchfällt? Ich komme hier nicht rein. Das Ding ist sicher. Fort Knox. Aber wir hatten doch schon mal das Problem. Da sind die maximal da drin gespawnt, oder? Na gut, dann lass uns mal unten in die Mine aber gehen. Da war das noch nicht so schön zugebaut wie jetzt. So, Punkt. Ich komme. Hier ist kein Stein mehr drin, also da nehme ich auch mehr die Kohle raus. Die verbrennt ja noch nicht sinnlos. Topf? Hier unten ist der Topf. Jackie, 4 Stacks Gravel liegen jetzt links in der Mitte, ne? Okay. Und okay. 5 Nabelchen Arbeit. Gehen wir in den Keller, da müssen wir leider, die Zuschauer müssen jetzt durch. Wir müssen leider noch mal ein bisschen minen. Ne? Müssen wir? Ja, wir müssen. Komm, wir gehen runter. Ja, Moment. Stress mich nicht, alter Mann. Und was wir dann am nächsten Tag machen sollten, das sollten wir nicht in der Nacht machen, dass wir diese Leiter hier, die jetzt nach oben geht, nach unten verlängern und dann ab in die Erde und rüber zur Mine. Dass wir da einen schicken Durchgang kriegen. Oder meinst du, das kriegen wir jetzt noch um die Zeit? Nee, ist nicht gut um die Zeit. Ich weiß nicht, ich würde daran überlegen, wenn wir jetzt, ich würde nicht in der Hütte anfangen, aber wenn wir jetzt sowieso in der Mine anfangen, Stein dass zu schlagen, wir schon in die Richtung schlagen. Dann kann ich ja einfach mal in die Richtung gehen, oder? Okay. Was machst du denn da? Meinst du dazu? Geh nicht das Fleisch hoch und wieder legt es immer wieder rum. Wollen wir mal rübergehen, weil wir haben 20:45 Uhr. Was denn? Ich mach Pfiffi ins Feuer, deswegen zischt es so. Schwierig. Es ist nur die Frage, ob wir von dem tiefen Loch ausgehen wollen, wo wir jetzt eh schon drin sind, oder hier von unserem schönen Mineneingang. Ich würde, hat jemand noch Holz? Ich habe nur ein paar Woodplanks. Ah, ich habe Leitern. Ich habe 7 Leitern. Und noch eine ganze Menge Stickies, also wir können das drüben machen. Kommt ihr dann rüber? Weil wenn die Zombies hier kommen, müsst ihr die Hütte verteidigen. Alles gut, geh mal ruhig vor. Geh mal vor. Dann ich brauch Kohle, hat jemand gut. Kohle? Ich hab Kohle dann hier. Zeig mir doch mal ab, wo du meinst. Also, Hilfe, ist ein Zombie. Man könnte natürlich auch hier schon runter, aber das ist vielleicht nicht so schön. Nee, ich würde... Von hier runtergehen, ne? Und dann von das hier, ist doch genau der Gang, oder? Meine ich. Genau. Aber da müssten wir da drüber springen, das ist auch... Ah, doch, hier ist so eine Stelle. Doch, das können wir untergraben. Das könnte man machen, ne, oder? Gucken mal kurz in die Richtung, wenn man sich jetzt hier... Ja, ich muss mir kurz noch eine Pickaxe machen. Ihr beiden da oben, könnt ihr langsam mal kommen, weil die Zombies kommen. Ja, über uns ist einer. Ich hab noch Taschen voll. Wo seid ihr? In der Mine. In der Mine. Der schlägt sich auch schon durch den Erdboden.
Ja, und hab ich aber eigentlich zugemacht, da kann er nicht durchschlagen. Sag ihm das mal. Hey, du kannst doch nicht durchschlagen, Digga. Und also, alles klar, ich höre auf, ist gut. Mein Fehler. Oh, Entschuldigung. Oh, macht nichts. Ich wollte nur kurz mal gucken. Ach so, nee, die schlagen hier irgendwie. Ich wollt hab mich verlaufen, Hilfe, Zombies, genau, ganz viele. Genau, das wollte ich gerade machen. Okay, das dann machst du denn? Was machst du denn? Ich okay, weiß ich nicht, wo oben. Muss ich denn hin? Ja, weiter. Und dann einfach hochspringen, der nächsten Möglichkeit. Oh, guck mal, schon Eisen gefunden. Ach, da ist die Mine, okay. Lass mich mal durch. Ich dachte, die wäre draußen. Nein, ich back nach oben. Ich bin nach oben gebacken, hier sind ganz viele Zombies. Ich hab dich gesehen. Soll ich mitkommen oder soll ich hier? Nee, ist gut. Blub, kommt der aus dem Boden. So, bin hier unten. Habe ich Gott für euch. Das mit dem Durchbacken hat mir jemand beantwortet. Ich weiß gar nicht wo. Mein Herz blutet. Das war. Und zwar, wenn du eine Stelle hast, die nur ein hoch ist. Wo nur ein. Zwei hoch. Erst eine zwei hohe Stelle und dann eine hohe Stelle. Und du versuchst da reinzugehen, dann backst du dich hoch. Okay. Der Gang muss auch nicht so groß sein. Also der langt, wenn er zwei hoch ist. Also weißt du, so wie du es jetzt gerade machst. Ja. Wir können ja mit Stein dann den Rest ersetzen. Hast du genügend Energie? Ja, ich habe auch Tee. Wir können auch abwechseln, meine ich. Weißt du, so wie beim Fluchttunnel. Achso, kommt ihr da oben klar, ihr beiden? Ja, ist alles gut. Die sind. Dann nehmt die alles gut? Ich bin in der Mine, ich weiß ja nicht, wo ihr seid, aber ich habe mich hier verlaufen. Ach, ich glaube, hier geht's lang. In der Mine? In unserer Mine ist hier nicht. Aber warte mal, wir sind wieder nicht befreundet, das ist das Problem. Ich werfe euch jetzt alle mal nochmal raus. Das scheint pro Session irgendwie noch ein bisschen. Ich habe auch gar keine Hacke dabei. Ich bin irgendwie voll unvorbereitet. Wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir eine. Ja, warte. Also ich hatte dich aber bei mir in der Liste. Worldcray hat mich. Ja, hatte ich auch, aber ich sehe euch nicht auf der Map. Jetzt kommt ihr dazu, jetzt sehe ich euch. Bist du unten, dann komme ich zu dir runter. Ja, ich glaube, ich bin ganz unten. Ach, da oben, ich sehe dich. Ja, ist gut. Dann nimm meine hier erstmal. Ich komme auch gerne drauf und helfe, ne? Also ist nicht. Das müsste Jackie jetzt sagen. Ich hatte ein bisschen Angst um die Frau, aber Jack mache ich mir weniger Gedanken. Also was denn? Wieso? Ich war doch hier unten, ich hatte nur nichts zum Arbeiten. Nein, aber klarkommt. Jack, brauchst du Hilfe? Ja, nein, aktuell nicht. Wolfram, gibt es tiefer, ne? Ja, genau, dann müsstest du tiefer gehen. Also mach am besten nochmal so einen schrägen Gang, wie wir es hier sowieso nach unten gemacht haben, damit das nicht so. Ich verstehe allerdings nicht, wie die hier reinkommen. Wo kommen die denn rein? Na, die sind bei uns. Wow! Digga, was machst du denn hier? Wow, jetzt bin ich runtergefallen. Soll ich mal blöd kommen und dir helfen? Ja, durch die Mauer gewachsen. Alles klar, nein, alles gut. Ich frage mich ernsthaft. Ich kann jetzt mit Valkyrie sowieso nicht hier zusammen dran klopfen. Wie die hier in den. Ins Gelände kommen, aber das klären wir. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die bei uns spawnen in der Bude. Ja, das kannst du nämlich haben. So, ich krieg mal die wichtigen Sachen ins Inventar und Hammer raus. Okay, wo bist du? Ah, hinter uns. Einstecken. Aber ich müsste doch hier durchbacken, oder? Kann ich nicht springen und irgendwie, ich will mal durchbacken. Los, lass mich raus. Ich habe nichts zu essen. Hat jemand noch was zu essen? Einstecken, bitte, bitte. Nein. Warum nicht? Weil ich nichts dabei habe. Ich habe zwei Dosen Katzenfutter. Das ist auch nicht so viel. Sag mal, wieso sind die bei uns hier in der Bude? Ja, das ist ja meine Frage. Ach, du bist bei uns da drin. Du hast die Einladung nicht angenommen, deswegen sehe ich dich nicht. Aber die Frage ist, warum die. Wir müssen vor allem nachheilen hier, die Sachen. Eigentlich war es ja da so gedacht. Das ist es schon hier. Ich kann nicht schießen. Warte. Ja, ich hab. Eigentlich sollten sich ja nicht viele Häuser interessieren, wenn man nicht drin ist. Aber das wurde in den Kommentaren ja auch schon. Nee, Jack ist in der Bude. Nee, der Jack ist in der Bude. Also die sind aber in unserem Gelände gewesen und das verstehe ich nicht. Sind die vielleicht die Mauer hochgesprungen? Guck mal, Türen gehen jetzt auch zu, wenn ein Zombie dazwischen ist. Ja, das könnte. Nein. Ja, doch, an irgendeiner Stelle könnte es sein, dass die Mauer nicht die richtige Höhe hat. Wir hatten immer noch das Problem, dass wir nicht genug Munition haben, ne? Also rausgehen ist jetzt eine doofe Idee, wa? Ach, dann gehen wir aufs Dach, komm, wir gucken mal. Achso, aufs Dach stimmt, wir haben ja noch ein Dach, richtig. Hatte ich total. Aber ich habe keine Waffe, das ist mein Problem. Ja, das sind genug Pistolen. Oh. Da liegt bestimmt noch ein Bogen in der Schublade. Die haben sich durch. Aber echt, wie können sich denn da durchbasteln? Gib mir mal Feuerschutz, ich würde mal reparieren. Oder ist gut. Da schon ein Loch drin? Da ist ein Loch drin. Hast du noch Beton dabei? Ja. Wie haben sie denn das gemacht, Alter? Ich komme jetzt gleich mal rüber. Ihr macht mich jetzt echt neugierig, wisst ihr. Die haben einen Zweierblock schon durchgeschlagen. Also, die sind ja wirklich aggressiv. Oh, von unserer Mauer, oder? Ja. Praktisch an der Front zur Straße hin haben sie sich durchgetackert. Guck mal, wie das hier flackert. Flackert das bei dir unten auch das Wasser hier in dem Pool, unserem Pool? Ja. Okay, Arschbombe? Yay! Okay. Ah.
Ja, aber eine gute Erfrischung. Ach, ich hätte ja noch Fackeln einstecken gehabt. Naja, gut. Das ist echt cool. Soll ich dir was zu essen mitbringen? Hier, Jackie, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten doch schon den Schacht nach unten anlegen. Und dann hätte Valkyrie nämlich ein Pile-Dings. Das könnte übrigens fast nicht zu tief, also es könnte fast zu flach sein. Die Tür. Valkyrie, kannst du ein Stück nach unten gehen? Also, dass du dich ein bisschen schräg nach unten buddelst, dann sollte man das lieber so machen, sonst ist das vielleicht nicht tief genug. Ja, pass auf, dann zimmere ich jetzt den Boden da drin raus. Und Jackie, müsstest du mal. Hast du noch genügend Moon? Ja, ja. Okay. Dann fange ich jetzt an und mache hier den Boden raus. Wenn du da nicht klarkommst oder die jetzt. Ey, ist so cool. Was denn? Was die Tür aufschießt, ja, rein? Genau. Also, so habe ich das noch nie gespielt. Beim letzten Mal warte schon. Warte mal. Ich überlege gerade. Soll man das nicht gegenüber machen, den Abstieg? Sonst hat man ja immer wieder Probleme, dass man nicht die Ebene kriegt. Ich repariere gleich die Seite, was ich da kaputt geschlagen habe. Aber es müsste eigentlich tief genug sein, meinst du nicht? Also, ich würde. Ja. Ja gut, wir können es auch nachreparieren, ich meine... Es wird ja nur ein Fluchttunnel werden. Ja, ja, stimmt, wir werden uns da drin ja nicht aufhalten, hast du schon recht. Also ich bin jetzt einen runtergegangen quasi. Ja, wir können ja ein paar Stüfchen machen. Das können wir sowieso mal machen. Stüfchen, was ist mit mir los? Stüfchen. Das ist irgendwie, wenn Jack bei mir ist und so schießt, da werde ich irgendwie so duschig. Ja, da bist du mir schon so ein Stüfchen, du. Schwierig. Hilfe. Ich fange dann schon mal an, den Gang mit rotem Plüsch auszukleiden. Ja, genau. Und Teppich. Plüsch ist Teppich, du Nase, du. Ja, das ist, nee, das ist nicht gesagt. Es gibt bestimmt Plüschteppich, aber. Achso, Entschuldigung, mein Fehler. Wenn du überlegst, wie lange ich hier mit der Axt auf die Dinger einschlagen muss, auf das Holz, und wie schnell so ein Zombie sich da durchgemahlen hat. Lass ihn doch schlagen. Hältst du einfach einen im Nacken davor und dann... Ja, genau. Über The Walking Dead. An der Leine, ja, genau. Oh, ich habe die dritte Staffel immer noch nicht gesehen. Nee. Echt nicht? Nee. Ich habe jetzt nur noch 3 Folgen vor mir. Das ist eigentlich schade. Ich finde, das ist echt eine richtig geile Serie. Und ich habe noch keine eine gesehen. Staffeln fast besser noch. Ich muss sagen, die erste Staffel waren die ersten Folgen krass. Ich habe das damals gesehen und habe gedacht, könnt ihr nicht bringen. Ihr könnt doch nicht hier Zombie und Wasser, so diese Geschichten. Ja. Und, dann hat die nachgelassen gegen Ende, finde ich. Ja, die vierte eigentlich nur. Die haben also erstklassige Cliffhanger. Und also auch welche, die nicht aufgesetzt wirken, finde ich, sondern die wirklich gerade in die Story auch reinpassen. Und vor allem, also die Masken finde ich ja, also für eine Fernsehserie top. Das kann damit mithalten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du bist. Oh, hier kommt Stein. Ich weiß nicht. Ich würde sagen so 7 oder 8. Schwer zu sagen. Mach denn jetzt die Axt? Das Problem ist, ich bin jetzt in so einem Quader. Also das ist praktisch, unser Haus ist asynchron zu den Steinen. Achso, es kann sein, dass du nicht Jackie, du hältst mir einen. Ne? Ah ja. Du hältst mir den Rücken frei, weil wenn die oben reinplumpst, habe ich keine Chance, mich zu wehren. Bist du denn sicher, dass du genau bei mir runterkommst, oder kann es sein, dass du einen Meter weiter rechts? Nee, also von der Karte sieht's gut aus. Ich würde nur auf dich warten jetzt, weil, klar. Aber lange brauche ich nicht mehr, aber meine Pickaxe hält auch nicht mehr so lange. Da geht der Dings, dann geht er da hoch. Okay, ich versuche mal, jetzt Ladder zu setzen. Oh. I have the Befürchtung. Ich kann die Leiter nicht setzen. Das heißt, ich muss den Gang noch einen Zacken größer machen und dann Holz reinsetzen. Nee, du musst die 2 breit machen, sonst kriegst du, glaube ich, keine Leiter gesetzt, oder? Aber dann darfst du nicht so sinnlos runterstürzen wie ich letztens. Doch, ich kann sie setzen, ich kann sie nur nicht da setzen, wo ich stehe. Ja, genau, das meine ich. Das genau. Heißt, ich muss warten, bis du bei mir bist. Jetzt komme ich noch nicht raus. Hier sitzt eine Leiter, die wird auch ihre Funktion haben. Ich sehe sie noch nicht richtig, aber das ist nicht so schlimm. Nee, du siehst nur so eine mittlere Sprosse, wenn du Glück hast. Was ist denn da oben? Da ist jetzt auf einmal voll das Loch an der Seite. War ich das? Ich habe jetzt auch keine Fackel mehr, es wird hier gerade dunkel. Habe ich Stone? Oh, Stone. Meine Pickaxe ist gleich kaputt. Ich habe leider kein... Nein. Nee. Ich komme mal eben rüber. Nein. Mal eben, das ist eine schwierige Deine Idee. Pickaxe ist kaputt. Ich komme hier nicht raus. Die ist noch nicht... Profi. Noch nicht raus. Kaputt, aber sie ist gleich kaputt. Ja, dann mache ich dir eine neue. Ist egal jetzt. Oder Jackie, kannst du die Metal Stripes bringen? Und dann kann ich in die Schocke gehen und setzen.
Ich krieg keinen. Ach Quatsch, ich komm mal eben raus hier, fertig. So. Vor der Tür wartet Zombie, zwei Zombies auf euch. Auf dich. Nee, das Problem, Walker, das Problem ist. Kannst du drüben abschätzen, wie tief du bist? Nee, aber ich kann, dir hat nur noch zwei Strich rot, also ich kann eh nicht mehr wirklich weit buddeln. Also könnte ich wirklich nicht jetzt. Gebe ich dir absolut recht. Wo ist denn hier die Leiter? Ist das die. Ey, wenn. Oh, ich stecke hier im Loch und komme nicht raus. Also. Doch, warte mal, ich könnte das mit den. Handelt? Ich sehe es schon. Die sterben oben alle und ich werde hier unten. Ah, hier stirbt niemand. Was hat denn jetzt? Er ist neuer Sheriff in Town. Ah, ich kann mich hochbauen und zwar. Ich habe die Dings gesetzt. Ja, ich komme hier hoch. Ich bin drüben, ich hole mir mal eben eine frische Pickaxe. Naja, frisch. Warum hänge ich jetzt? Okay. Nehmen wir mal ein bisschen Eisen mit. Wir hatten hier irgendwo Dirt. Hier ist Dirt. Nee, man hängt hier irgendwie an der Kante. Irgendwas stimmt noch nicht. Achso, hier fehlt vielleicht noch ein Stück Leiter. Ja, jetzt. Schöne Biene. Okay. Ich gehe wieder zurück. Okay, dann kann ich nee, ist alles auch. Gut. Ich komme raus. Das Problem war nur, dass ich halt nicht da setzen konnte, wo ich schon war. So, nee, passt. Nur wenn es jetzt tiefer ist, habe ich ein Problem, weil da habe ich keine Leiter mehr. Dann crafte ich mal direkt Leitern. Profi, ich hätte mal Stoff mitnehmen sollen für Fackeln. Geht's euch gut da draußen? Jackie, alles ja, okay? Serendipity? Na, die ist ja nicht draußen, aber ja. Ach, irgendjemand hat mir gesagt, ich könnte. Aus was kann ich nochmal Scrap Iron machen? Aus den Erzen, die du aus den großen Steinen zum Beispiel einfach schlagen kannst, aus den kleinen Erzen. Da kannst du dir Scrap War das nicht Iron das Forged Iron? Wenn ich es hier irgendwo. Genau. Wenn ich Forged Iron, dieses, was ich einen nach dem Iron Bar kriege, mache und setze dieses Forged Iron irgendwo anders, außer in der Mitte, dann kommt Scrap Iron raus. Übrigens, danke für den Tipp. Ihr habt das ja alle fleißig in die Kommentare geschrieben. Das wird mir nicht lang. Mein Tunnel ist so schief, das gibt's gar nicht. Na, egal. Schief ist Englisch und Englisch ist modern, ne? Jawohl. Könnt ihr eigentlich mal ein Antibiotika irgendwie in den Kocher legen? Also herstellen? Falls jemand im Haus ist, weil ich glaube, wir haben. Aber ich habe auch noch Zeit. Wirklich. Ja, gut, du verlierst ja auch nur die Energie. Ist schon ein Beaker hier irgendwo drin? Verliere ich jetzt schon, ne? Ja. Nee du verlierst Ausdauer. Ja, aber jetzt schon. Und zwar richtig kräftig. Wir haben kein Feuer. Gut, pass auf, dann lass. Ist die Tür offen? Ja, ich sehe alles, ne? Ja. Wow! Nur Biene bringt. Oh, leck mich am Arsch. Auf jeden Fall ist eine Biene von mir, Mann. Ich hab grad eben gesagt, ich höre eine Biene. Ja. Ich höre sie nicht. Komm her, Biene, komm. Brauchst nur weil du sie nicht hörst, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Ja, die hat mir immer angegriffen. Hat niemand Boxen an, oder? Weil ich habe eben ein Echo gehört. Nein. Ich höre irgendjemanden auf Metall schlagen. Das bin ich. Verstärkt gerade unser Haus. Okay, dann kann ich soweit nicht mehr von dir weg sein. Meine Tante hat keine Ausdauer. Ich ziehe hier Tee ohne Ende durch. Ja, hör mal auf zu buddeln, weil das bringt nichts. Du verbrauchst nur den. Also nicht, dass ich dir den Tee nicht gönne. Ich glaube, ich bin nach oben gebackt. Nein! Naja, die paar Meter mache ich jetzt noch eben weiter. Ich werde mal gucken, Hilfe. Ob ich irgendwie Antibiotika habe. Ja, richtige Richtung. Laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schnell. Jack beschützt dich. Ja, klar, beschütze mich von wo denn? Ich habe keinen. Da. Da. Ach, ich glaube, das Brot und sowas, was wir brauchten, und der Beaker, die waren da ja auch in der Truhe drin, ne? Die uns fehlen. Wir haben auf jeden Fall Material verloren beim letzten Mal. Ich sterbe. Tür zu. Wo bist du? Diese Biene! Wo bist du? Hat sie dich umgebracht? Aber wie? Oh. Na, der Typ Revanche, ja. Wie hat der? Ich finde dein Zuhause und dann schlacht ich dir ab. Dich und deine Familie. Genau, dich und deine Schwester. Fehler. So, Minias, ich müsste jetzt eigentlich im Haus sein, würde ich sagen. Du Misty. Moment. Komm her. Guck mal, siehst du, wo ich stehe? Wenn du der bist, der sich gerade so ein bisschen dreht, ja. Ja, guck, ich drehe mich jetzt mal um die Stelle. Ja, genau. Dann bist du unter mir. Also dann hau ich jetzt mal. Dann muss ich noch ein paar Meter, glaube ich. Nein. Dann bist du unter mir. Warte, ich schlag noch mal ein paar Steine raus. Nee, ich bin das nicht. Das Dreieck, was du siehst, muss ja Rendipity sein, irgendwie so. Was direkt auf dir ist. Das sind zwei Dreiecke. Okay, bist du das, was Richtung gelbe Punkt ist auf der Minimap? Ich bin ungefähr. Ja, da bin der gelbe. Bist du der. Die ist gut.
Ich bin besser. Ich bin der, der sich nicht jetzt dreht. Ja, alles klar, dann bist du noch zu weit entfernt. Komm, dann wir gehen mal weiter. Und ich mach derweil einfach mal, ich kann durch die Steine gucken. Nee, kann ich nicht. Ich mach noch mal ein paar Leitern gerade. Dann Dippi, du kommst klar da oben. Ja, ich bin hier in der Hütte. Ich habe mir gerade was zu essen gemacht. Okay. Beziehungsweise Essen reingehauen, weil ich fast verreckt wäre. Building. Schwierig. So. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach erstmal eine Aufnahmepause, oder? Ach, guck mal, ist ja schon ist so weit. Ist gerade so spannend. Eine Minute, verdammt. Wir haben 6:37 Uhr. Ich dachte, das wäre eine Stunde, doofe Nuss. Und Sir Dippi redet einfach weiter. Naja. It is, wie it is. Wir machen mal einen Cliffhanger. Werden wir überleben? Werden wir den Tunnel durchbrechen? Werden wir uns jemals wiedersehen? Nein. Lacht die Biene mit der Axt. Genau. Endlich bin ich frei. Durch den Tod der Biene an Rächen, an der Familie der Biene. In der nächsten Folge möchte ich mal wieder Tageslicht sehen. Ja, genau. In der nächsten Folge ist Tageslicht. Ja. Wir haben ja schon fast 7 Uhr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.